optimale Lösungen für den Kunden. Das ist das oberste Ziel für das SAK-Handwerksunternehmen Sanitherm aus Köln. Der Betrieb setzt dabei unter anderem auf fachliche Abteilungen. Jede dieser Abteilungen zeichnet sich durch besondere Kompetenzen aus. Eine zum Beispiel betrifft den Bereich Trinkwasserhygiene. Da hat Sanitherm gemeinsam mit Watercrist eine beispielhafte, maßgeschneiderte Lösung für das Kölner Hotel Radisson Blu ausgearbeitet. Das wollten wir uns natürlich mal angucken, vorher aber erstmal einen Einblick in den Betrieb. Unsere Hauptkernbereiche sind der Bereich Sanitär und Heizung, Heizkesselaustausch, Badezimmersanierung, Kanalsysteme, Abwasserhebeanlagen, Fettabscheider, Rohrbruchortung und Trocknung und Trinkwasserhygiene. Wir sind in diesen Kernbereichen sehr stark. Das heißt, wir bilden die Leute extra auf diese Kernbereiche aus, dass sie eben da ganz oben von der Ausführung sind. Die Abteilung Trinkwasserhygiene wird vom Installateur und Heizungsbaumeister Etienne Saint-Martin geleitet, der auch zertifizierter Sachverständiger Trinkwasserhygiene ist. Wir haben die Abteilung gegründet, weil die Nachfrage auf dem Markt so extrem hoch ist und der Bereich so komplex ist, dass man das nicht im normalen Kundendienst mitführen kann. Dadurch, dass die Pflicht ja der Trinkwasseruntersuchung in größeren Objekten ja oder bei Großanlagen ja vorgeschrieben ist seit 2011, und da die Probennahmen doch eine große Menge sind und da auch die Befälle einige sind, aber die Eigentümer, Verwalter ja, mehr oder weniger alleine nach der Probennahme dann dastehen und wissen nicht, damit weiterzumachen, zwar Auflagen haben, aber nicht das weiter umzusetzen, ist die Problematik halt, dass ja, nicht wissen, wie gehen sie damit um. Also sprich, was muss ich als nächstes tun, wie kriege ich dann den Befall oder meine Anlage wieder instand gesetzt. Und da unterstützen wir dann halt. Vorbeugende Maßnahmen und Konzepte sind gefragt. Wir haben ja hier in der Region doch eine recht hohe Härte und müssen ja hier nach der Norm schon was gegen tun. Zum einen ist es halt sehr schwierig, dann eine Enthärtung, so wie sie bekannt ist, mit Ionenaustausch, also sprich mit Salzen, ist in die Auflagen ja auch recht hoch. Und die Unterhaltung ist dort recht hoch, also sprich die laufenden Kosten, die im Betrieb dann Instandhaltung. Und haben da natürlich jemanden gesucht, wo das Ganze etwas einfacher ist, ob auch die Anlage weiterhin geschützt wird und alles eingehalten wird und uns dann auch in dem Bereich Trinkwasserhygiene unterstützt. Ein Partner von Sanitherm dabei ist, wie gesagt, Hersteller Watercrist. Der Vorteil in dem Bereich ist, dass der Kalkschutz da ist, das Trinkwasser an sich nicht verändert wird in seiner Zusammensetzung, was sehr wichtig ist, und halt die Vorschriften alle eingehalten werden und dann aber auch uns in der Legionellenprophylaxe unterstützt. Auf größte Sorgfalt und Sicherheit beim Thema Trinkwasserhygiene legt das Kölner Hotel Radisson Blu besonderen Wert. Der Bereich wird von Horst Pawlicki fachmännisch betreut und in Zusammenarbeit mit Sanitherm werden immer wieder Maßnahmen umgesetzt, die den hohen Standards des Hotels entsprechen. Also ursprünglich hatten wir hier eine ganz normale Enthärtungsanlage stehen, die zu groß dimensioniert war für unsere Anlage. Nach einem Rohrbruch bzw. einem Speicher, der geplatzt ist, haben wir uns von der Firma Sanitherm da beraten lassen. Und da kam der Vorschlag über eine Biokartanlage, die eigentlich keine Salze im Wasser zuspült. Und somit sind wir dann auf der sicheren Seite. Also bisher läuft alles hervorragend. Es gab keine Ausfälle. Ich kann mich da nicht beklagen. Wie die Lösung von Herstellerseite im Detail aussah, erklärt uns Thorsten Schmidt, der Betreiber und Betreuer der Handwerksbetriebe im Großraum Köln. Also grundsätzlich haben wir hier mit der Firma Sanitherm zusammen im Radisson Blu eine WS, ein Warmwassergerät von uns geliefert und ausgelegt für knapp 400 Zimmer. In dem Fall wird es über eine Frischwasserstation zentral hier unten versorgt und die Herausforderung stand darin, dass wir natürlich den Kalkschutz, der hier gefordert ist und auch wichtig ist hinsichtlich der Trinkwasserhygieneprophylaxe zu garantieren. In dem Fall haben wir hier eine Warmwassergroßanlage, die größte Serienfertigung, eine WS12 installiert, um eben diese Anforderungen, auch die Wassermengen in der Spitzenentnahme liefern zu können. Funktionsweise hier auch wie bei den Kaltwassergeräten, wir haben die heterogene Katalyse, die wir eben in der Kalkschutzanwendung zur Verfügung stellen, eine Oberfläche, wo wir Härtebildner stabilisieren, ohne dass wir das Trinkwasser nachteilig verändern. Die Besonderheit bei den Warmwasseranlagen liegt noch darin,
dass wir 24 Stunden im Umlauf Kalkschutz machen können, auch dann, wenn keine Warmwasserentnahme stattfindet. Ja, ganz offenbar eine gelungene Lösung für alle Beteiligten. Für alle Interessierten, wir sind morgen wieder für Sie da, dann mit Ihrem SHK-TV-Markt. Bis dahin.